Bühne frei für der Knallkopf. Ja, Namen zusammen. Müsst ihr euch vorstellen, als ich heute Morgen mit meiner Frau im Bett wach geworden bin, setze auf einmal, ich habe einen heimlichen Wunsch. Ich sage, was hast du denn? Setze, ich hätte mal Spaß an einem schönen, flotten Dreier. Ja, ich sage, dann kauft ihr doch den BMW. Ja, nach dem letzten Sturm musste ich bei unserem Dach die Antenne neu ausrichten, bin ich abgerutscht, bin ich vom Dach gefallen. Als ich dann im freien Fall nach unten war, komme ich bei unserem Küchenfenster vorbei, war meine Frau gerade am Kartoffelschälen. Ich sage, schäl nur die Hälfte, ich esse im Krankenhaus. Ja, ich habe immer wieder Pech gehabt, vorige Tage auch. Ich war abends allein zu Hause, klopfte bei uns an die Tür, war das die Nachbarin. Setz, hast du heute Nacht Zeit? Ich sage, was ist los? Setz, ich hätte heute Lust, die ganze Nacht Liebe zu machen. Ja, ich sage, ich habe Zeit, ich habe nichts vor. Setz, das ist schön, da kannst du auf meinen Hund aufpassen. Ja, ich habe früher immer geglaubt, ich kann bei schönen Frauen nicht landen. Das habe ich immer geglaubt. Heute weiß ich es. Ein Tag später schildert bei uns. Meine Frau hatte gerade den Tisch gedeckt. Wir wollten gerade essen, war das der Gerichtsvollzieher. Sagte, wie können Sie sich denn bei Ihren Schulden so ein Essen erlauben? Wieso haben Sie eine Gans am Tisch? Ich sage, weil wir das Tier nicht mehr ernähren konnten. Der war noch nicht lang weg, wir hatten gerade die Essen, schildert wieder, stehen zwei Zeugen Jehovas vor der Tür. Habe ich die auch reingelassen. Habe ich denen im Wohnzimmer einen Platz angeboten, meine Frau hat noch einen Tass Kaffee aufgeschüttet, hat denen noch ein Stück Kuchen am Teller getan. Ich sag so, was wollt ihr mir denn jetzt erzählen? Sagte, das wissen wir auch nicht. Ich sag, wie, das wisst ihr auch nicht? Ja, sagte, so weit sind wir noch nie gekommen. Wie die weg waren, sag ich, meine Frau, was hältst du denn jetzt von einem schönen Spaziergang? Sagte, das ist eine gute Idee. Ich sag, dann kannst du mir ja am Rückweg ein paar Zigaretten mitbringen. Aber allein ist die nicht gegangen. Ich sag, soll man denn gleich mal schön Liebe machen? Och, Sätze, lass mal doch was machen, was du auch kannst. Ja, ich hab meine Frau auch schon mal mit einem anderen Mann erwischt. Ich sag, was ist denn hier los? Wer ist das überhaupt? Sätze, der arbeitet deine Rückstände auf. Ich sage, weißt du überhaupt noch, wann wir uns zuletzt geliebt haben? Sätze, wann war das denn? Ich sage, das war zu der Zeit, als der Niki Lauda noch zwei Ohren hatte. Sätze, warum hast du mich damals überhaupt geheiratet? Ich sage, weil ich damals noch keine fertige Richtige habe. Setz, aber erzähl mir doch mal deinen geheimsten Wunsch, denn du hast ja bald Geburtstag und vielleicht kann ich dir den Wunsch erfüllen. Ich sage, ich werde dich sehr vermissen.
Sagte, was würdest du denn machen, wenn ich mit einem anderen Mann abhauen würde? Ich sagte, dann würde ich den fragen, warum er nicht früher gekommen ist. Sagte, merkt ihr mal eins, so eine Frau wie mich kriegst du nicht mehr. Ich sagte, das will ich hoffen. Sagst du, früher warst du immer so freundlich, da hast du mir auch schon mal das Kinn gestreichelt. Ja, ich sag, da hattest du ja nur eins. Sagst du, kannst du nicht mal drei Worte sagen, die mich in den Himmel heben? Ich sag, häng dich auf. Gitarre setze, was ich dich immer mal fragen wollte. Wenn ich mal tot bin, könntest du dich dann noch mal in eine andere Frau verlieben? Ich sage, dafür brauchst du nicht zu sterben. Ja, als ich mich dann angezogen habe, setze, solltest du später wieder in eine Kneipe gehen, dann trink mal alkoholfreies Bier. Ich sage, alkoholfreies Bier ist dasselbe wie ein BH, der auf der Wäscheleine hängt. Sagst du, was soll das denn heißen? Ja, ich sage, da ist auch das Beste raus. Ich musste dann gehen, damit ich auch pünktlich bei der Arbeit bin. Und wie ich dahin treffe, einen alten Bekannten mit seiner Frau, sagte, wir gehen uns jetzt für das Schlafzimmer so eine kleine Teppich kaufen, so eine Brücke. Ich sage, so was kommt bei mir im Schlafzimmer nicht rein. Sagte, warum nicht? Ich sage, wo kein Verkehr ist, kommt doch keine Brücke hin. Ja, als ich dann in die Firma reinkomme, war mein Kollege auch schon da. Ich sage, was strahlst du so? Ja, sagte, du weißt doch, dass ich das zweite Mal verheiratet bin und jetzt mit meiner zweiten Frau bin ich so richtig glücklich. Ja, ich sag, warum hast du die ja nicht zuerst geheiratet? Sagte, da habe ich die doch noch ja nicht gekannt. Ich sag, komisch, bei uns im Kegelclub haben sie die alle gekannt. Jetzt konnte ich an dem Tag früher Feierabend machen, weil ich einen Termin beim Arzt hatte. Wie ich dann später bei dem Arzt reinkomme, sag ich, Herr Doktor, ich wollte mal alles nachgucken lassen. Als der mich denn so untersucht, sagte auf einmal, ja, Sie gefallen mir überhaupt nicht. Ich sage, Sie sind aber auch keine Schönheit. Wie der mit der Untersuchung fertig war, hatte sein Freund angerufen. Sagte zu dem, du suchst doch eine Wohnung. Ja, ich habe das zuerst auch nicht kapiert. Bevor ich dann abhauen konnte, hatte mir auch noch eine Überweisung gegeben für den Psychiater. Bin ich da auch hingegangen. Ich sage, Herr Psychiater, ich glaube, ich bin ein Pferd. Sagte, seit wann haben Sie das denn? Ich sage, das Gefühl habe ich schon gehabt, als ich noch ein Pony war. Ja, sagte, das kann man behandeln, aber so eine Behandlung ist sehr teuer. Ich sage, da müssen wir warten, bis ich das nächste Rennen gewonnen habe. Ja, jetzt war es noch früh, ich hatte noch Zeit, ich denke, können Sie gut nach dem Friseur gehen. Wie ich bei dem Friseur im Stuhl Platz genommen habe, sagte zu mir, normaler Schnitt oder hast du einen besonderen Wunsch? Ich sage, rechte Seite lang, linke Seite kurz und hinten ein paar Stufen rein. Nee, sagte, so schneide ich dir die Haare nicht. Ich sag, wieso? Hast du zuletzt auch gemacht? Ich komme bei dem Friseur raus, kommt dann bekannt, hatte eine Strauß Blumen in der Hand. Ich sag, was ist los?
Sagt, ich habe jetzt eine Frau kennengelernt, die ist 5 Jahre jünger als ich. Ich sage, wie alt bist du denn? Sagt, 89. Ja, ich sage, was sagen denn deine Eltern dazu? Sagt, die wissen das ja nicht. Ich sage, warum nicht? Nee, sagt, der Einzige, der das weiß, ist mein Opa. Jetzt war auf der anderen Straßenseite eine Polizeiwache, hängt da so ein großes Fahndungsfoto. Bin ich in die Wache rein, sag ich für den Schutzmann, das Bild, was da draußen hängt, wer ist das eigentlich? Sagte, das ist ein Verbrecher, den suchen wir. Ich sag, warum habt ihr den denn nicht festgenommen, als ihr den fotografiert habt? Hat er mir ja keine Antwort drauf gegeben. Bin ich abgehauen und auf kürzestem Wege direkt in meine Stammkneipe. Komm mir um, wie ich deinen Frau entgehen, spricht die mich an, setze sie, haben die Hose auf. Ich sag, wenn der Wellensittich tot ist, kann der Käfig offen sein. Jetzt hing da an der Hauswand auch ein Zigarettenautomat. Steht da einer, will der sich eine Packung Zigaretten ziehen. Ich sag, lass es rauchen sein, kriegst du Raucherbeine von. Sagte, fangen die Beine denn an zu qualmen? Nee, ich sag, die kriegst du abgenommen. Da hat der direkt der ganze Automat leer gemacht. Ich sag, warum machst du denn jetzt der ganze Automat leer? Ja, sagte, wenn ich da hier nicht mehr hinkommen kann. Wie ich an der Kneipe ankomme, steht da einer vor der Tür total besoffen. Sagt, ich kann mein Auto nicht finden. Ich sage, dann fahr doch mit dem Bus. Sagt, der kriegt da ja in die Garage. Wie ich in die Kneipe reinkomme, sag ich, für den Wirt, hat die Küche noch geöffnet oder war das Ordnungsamt schon hier? Nee, sagt, ist noch alles da. Ich sage, dann bring mir mal was. Wie der mir das Essen dahin stellt, sag ich, das Schnitzel ist aber sehr klein. Sagt, das tut mir leid. Ich sage, das ist auch sehr zäh. Ja, sagt, dann seid doch froh, dass es so klein ist. Sagt, stell dir mal vor, letzte Woche haben sie einen Nachbar von mir beerdigt und diese Woche haben sie den wieder ausgegraben. Ja, ich sage, warum das denn? Sagt, das war ein Beamter, der hat nur 8 Tage Urlaub zu kriegen. Jetzt steht da an der Theke auch die Frau von einem Bekannten. Ich sage, gestern habe ich deinen Mann gesehen, da habe ich gesehen, wie der in Puff gegangen ist. Sagt, das hat keine Bedeutung. Ich sage, wieder, das hat keine Bedeutung. Sagt, nicht jeder, der ins Stadion geht, kann auch Fußball spielen. Ja, als ich dann später aus der Kneipe rauskomme, liegt da einer am Bürgersteig total besoffen. Ich sage, was ist los? Soll ich der Pastor holen? Willst du letzte Ölung haben? Nee, seht ihr jetzt bloß nichts Fettiges. Ja, als ich dann wieder zu Hause war, hat meine Frau schon auf mich gewartet. Ich sag, was machst du für ein Gesicht? Seht ihr, wenn ich Gesichter machen könnte, hätte ich so längst ein neues. Seht ihr, eben war auch ein Bettler hier. Ich sag, und? Ja, seht ihr, ich hab dem eine Teller Suppe gegeben und dann hab ihm auch noch 2 Euro in der Tasche getan. Ich sage, wenn der die Suppe gegessen hat, hat er das Geld auch verdient. Sitze mit unserem Auto stimmt was nicht. Das macht beim Schalten so komische Geräusche. Ich glaube, die Triebe ist kaputt. Habe ich mir das Auto mal angeguckt. Ich sagte, die Kupplung ist ja auch kaputt. Sagte, das ist nicht meine Schuld, die habe ich ja nicht benutzt. Ja, gestern habe ich nach langer Zeit meine Frau mal wieder zum Essen eingeladen. Sind wir in so ein Restaurant gegangen. Wie wir dann zeitlang gesessen haben, sage ich auf einmal für den Ober, Herr Ober, kennen wir uns nicht? Nee, sagte, wüsste ich nicht. Ich sage, wir haben doch vor 2 Stunden bei Ihnen was zu essen bestellt.
Als er dann endlich das Essen bringt, sagst du, die Suppe ist ja ganz kalt. Ja, sagte, die haben sie ja schon vor 2 Stunden bestellt. Wie wir draußen waren, sagt mir ein Frau, Mensch, was war das, ne miese Laden. Der Oberlahm, die Suppe kalt, das Fleisch zäh. Ja, ich sag, wenn wir nicht abhauen werden, hätten wir doch noch bezahlen müssen. Ja, so hat im Leben alles seine Zeit. Heute Freude und morgen Leid. Doch dass ihr verschont bleibt von Sorgen und Schmerzen, das wünsche euch der Knallkopf von ganzem Herzen. Madet jo, Dankeschön, tschüss zusammen. Verehrte Gäste, der Knallkopf Dieter Röder. Auf äußerst trockene Art und Weise mit unwahrscheinlich viel Humor. Vielen, vielen Dank, lieber Dieter, und du hast es wirklich verdient. An die Wehre, Kommando, 1, 2, 3, A, P. Und 1, 2, 3, A, P. Und 1, 2, 3, A, P. Ne Knallkopf, Dieter Röder, dreimal Kelle. Ehrenjahre. Und Kölle! Dieter, vielen Dank der Sessionsorden. Marit Jutz. Kommen wir zu dem Ursprung aller Kölner Gesangsgruppen. Sie sind heute schon